Wusstest du, dass jetzt die Zeit ist, in der du bestimmst, wie groß deine Tomatenernte sein wird und dass du mit ein bisschen Schnur und Draht deine Tomatenernte verdoppeln kannst? Kein Witz, wie das funktioniert, zeige ich dir gleich und ich zeige dir in diesem Video, was du beim Tomatenpflanzen ansonsten unbedingt noch beachten solltest. Deine Tomatensetzlinge sind erstmal ja aber noch gar nicht an das wilde Draußenleben gewöhnt. Also gib deinen Pflanzen ungefähr eine Woche Zeit, in der du sie jeden Tag für ein paar Stunden nach draußen stellst, damit sie sich daran gewöhnen. Und wenn du deine Tomaten pflanzt, dann solltest du zwischen den Pflanzen ungefähr 45 cm Abstand lassen. Das ist richtig wichtig, damit deine Pflanzen gesund bleiben. Aber warum ist das eigentlich so? Das liegt daran, dass Tomaten eine richtig fiese Krankheit bekommen. Und zwar fast alle Pflanzen, fast jedes Jahr. Das ist die Kraut- und Braunfäule. Und deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass deine Pflanzen entweder gar nicht krank werden oder wenn schon, dann möglichst spät in der Saison. Und dafür ist eine gute Luftzirkulation zwischen deinen Pflanzen unerlässlich. Deswegen halten wir einen guten Abstand zwischen den Pflanzen, damit die immer wieder gut abtrocknen können und möglichst luftig stehen. Es gibt aber noch einige andere Sachen, die bei der Pflanzung super wichtig sind. Zum Beispiel die Düngergabe. Wie düngt man Tomaten eigentlich so, dass sie richtig viele Früchte tragen? Tomaten sind ja hungrig, das sind sogenannte Starkzehrer. Und deswegen hebe ich das Pflanzloch immer ein bisschen tiefer aus und gebe dann eine Handvoll Langzeitdünger und Urgesteinsmehl mit in das Pflanzloch rein. Das ist eine richtig gute Mischung, damit du richtig schöne, kräftige und ertragreiche Pflanzen bekommst. Aber das ist nicht die einzige wichtige Düngergabe. Wenn deine Tomatenpflanzen wachsen und ihre Blüten bilden, dann solltest du außerdem noch alle 2 Wochen übers Gießwasser einen schneller verfügbaren Dünger geben. Flüssigdünger sind für die Pflanzen quasi sofort verfügbar und da verwende ich am liebsten wie nasse. Das ist ein super wirksamer Biodünger, der in der Zuckerproduktion anfällt, also sozusagen ein Nebenprodukt ist und den du auch für ganz viele andere Gemüsepflanzen verwenden kannst. Aber schon davor gibt es einen ganz entscheidenden Trick, den super viele Hausgärtner nicht kennen, den ich im professionellen Tomatenanbau gelernt habe. Das ist eine Sache, die ich bei Hobbygärtnern bisher noch kaum gesehen habe. Das könnte also ganz interessant für euch sein. Die meisten Tomaten leitet man ja an 1 oder 2 Trieben nach oben und entfernt alle anderen Triebe. Warum man das macht und wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich noch. Aber dafür kannst du jetzt entweder einen Stab in die Erde stecken und deine Pflanze immer wieder daran festbinden. Aber noch einfacher ist es, finde ich, die Pflanzen an Schnüren in die Höhe zu leiten. Und zwar nicht an irgendwelchen Schnüren, sondern an Schnüren, die auf Haken aufgewickelt sind, auf sogenannte Tomatenhaken. Die Schnur knotest du einfach lose am Fuß der Pflanze fest und dann wickelst du die immer wieder drumherum, wenn die größer wird. Die Schnur gibt der Pflanze Halt und leitet sie dann nach oben. Aber was ist jetzt der Trick, von dem ich gesprochen habe? Wenn meine Tomatenpflanzen so groß sind, dass sie eigentlich an die Decke des Gewächshauses oder des Tomatendachs im Freiland stoßen würden. Ihr wisst ja, dass Tomaten immer irgendeine Form von Dach haben sollten, das sie vor Regen schützt. Dann musst du die Pflanzen ja normalerweise oben abschneiden. Mit den Tomatenhaken kannst du das Seil aber einfach weiter abrollen und den Haken nach rechts oder links hängen, sodass deine Pflanzen einfach weiter wachsen können und noch viel mehr Früchte produzieren können. Das Ganze machst du dann einfach reihum mit allen Tomaten, die du anbaust, sodass alle immer, wenn sie oben anstoßen, einen Platz nach links oder rechts wandern. So kannst du in deinem Gewächshaus doppelt so viele Tomaten ernten und das alles dank einer Schnur und ein bisschen Draht. Ist schon unglaublich, oder? Wie das ganz genau funktioniert, zeige ich euch in einem späteren Video nochmal genauer, wenn unsere Tomaten alle größer sind. Also abonniere gerne meinen Kanal, wenn du das nicht verpassen möchtest und wenn ich für dieses Jahr deine Tomatenfreundin sein darf. Aber nochmal zurück zum Tomatenpflanzen. Du setzt deine Pflanze immer bis zu den untersten Blättern ein und alle Blätter, die später noch den Boden berühren, knippst du einfach ab. So bildet deine Pflanze nämlich am Stängel noch viel mehr Wurzeln und steht dann viel stabiler. Wenn du ganz langgezogene, vergeilte, schwächliche Tomatenpflanzen hast, kannst du die sogar schräg einpflanzen, sodass nur noch der oberste Teil der Pflanze rausschaut. Alle anderen Blätter machst du dann einfach ab und vergräbst den ganzen Stängel unter der Erde. Und natürlich den Langzeitdünger mit ins Pflanzloch geben, darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Und um die Pflanze herum forme ich dann aus Erde einen kleinen Wall, sodass das Gießwasser da bleibt, wo es hin soll. Weil nach dem Pflanzen solltest du deine Tomaten erstmal ordentlich angießen. Und jetzt kommen wir zum Ausgeizen. So heißt das nämlich, wenn man die Seitentriebe der Pflanze entfernt. Davon habe ich ja gerade gesprochen, damit sie nur an 1 oder 2 Trieben nach oben wächst. Und an der Stelle, wo 2 Triebe aus der gleichen Stelle von deinem Haupttrieb wachsen, hast du einmal auf der unteren Seite das normale Tomatenblatt, das rauswächst, und auf der oberen Seite direkt
darüber ist der Geiztrieb, den du entfernen solltest. Warum macht man das? Weil die Pflanze dann viel länger gesund bleibt. Ich habe ja eben diese gefürchtete Tomatenkrankheit erwähnt, die Kraut- und Braunfäule. Die kann dich wirklich deine ganze Ernte kosten, wenn du nicht aufpasst. Und wir wissen ja, dass sie sich umso schneller breit macht, wenn zwischen deinen Pflanzen keine Luft zirkulieren kann. Aber wenn du deine Pflanzen eintriebig nach oben leitest, dann sind sie ja viel weniger buschig, viel luftiger, bleiben viel länger gesund und können die ganze Energie in den einen Trieb stecken, an dem dann umso mehr Tomaten wachsen. Ins Gewächshaus kannst du deine Tomatenpflanzen übrigens je nach Wetter schon Mitte April pflanzen. Und wenn du deine Tomaten auf dem Balkon oder im Freiland anbaust, dann solltest du bis Mitte Mai warten, weil da die Eisheiligen sind, wo nochmal die letzten Fröste auftreten können. Da drüben findest du ein Video, das dich auch interessieren könnte. Ansonsten geh raus und mach die Welt ein bisschen grüner und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!